Unkraut vergeht nicht, also nutzen Sie es, anstatt sich darüber zu ärgern. Das zumindest ist die Kernaussage des Buches Wild und Köstlich. Im eigenen Garten, auf einer Wiese oder im Wald, überall finden sich eine Vielzahl an Pflanzen, die zu Unrecht ein Schattendasein fristen oder sogar als Unkraut beschimpft werden. Dabei hätten sie weit Besseres verdient. Einige davon schmecken sogar ganz vorzüglich und eignen sich auch ganz hervorragend für die gehobene Küche. Was sich alles aus Kirsch, Löwenzahn, Felsenbirne und Co. zaubern lässt, findet sich in diesem Buch. Neben genauen Beschreibungen und Fotos zum Bestimmen der Pflanzen hat die Autorin Inge Waldl feine Rezepte und Serviervorschläge für Gourmets zusammengestellt. Geben Sie den heimischen Unkräutern eine Chance, ihre Gaumen zu entzücken. Wild und Köstlich ist das etwas andere Kochbuch. Wer also Mut hat und was Neues entdecken möchte, der muss dieses Buch haben. Wild und Köstlich von Inge Waldl erschien im Verlag Anton Pustet.